music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. Herzlich willkommen zur jungen Abendkirche. Quasi vom Sofa zum Sofa. Oder noch besser, vom Sofa zum Sofa in die Berge. Ihr seht hier unser beliebtes Sofa-Stehe für Sofagespräche. Und das kommt heute Abend nicht wirklich zum Einsatz. Es ist völlig klar, hier lässt sich kein Abstand realisieren. Hier sitzt man eng aufeinander und man kommt einander nahe. Wir versuchen heute Abend, interessante Menschen nahe zu kommen. Zum einen Thomas Renz, Mark Rhein, zum anderen Ehepaar Neudorf. Die haben tolle Sachen erlebt mit Gott in der Mission, haben tolle Projekte gehabt. Und wir möchten ihnen nahe kommen, aber eben nicht auf diese Weise, hier auf dem Sofa sitzend, sondern nachher wieder in diesem bewährten Corona-Format, Interview quer über den Gang. Jetzt möchte ich euch aber bitte gedanklich auf eurem Sofa ein bisschen zur Seite rücken. Jetzt kommt noch Gott dazu. Und schaut sich mit euch junge Abendkirche an. Der ist genauso da bei euch auf eurem Sofa, wie er jetzt hier in dieser Kirche ist. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, wir möchten dich bitten, dass du dich nicht nur zu uns auf das Sofa setzt. Wir möchten dich darum bitten, dass du in unser Leben kommst, dass du mit uns arbeiten gehst, dass du mit uns zur Schule gehst, dass du mit uns in unsere Freizeit gehst, in all unsere Hobbys, dass du in unser Geld gehst, dass du in unsere Familie gehst. Komm du,
Wir möchten dich einladen und bleib du in unserem Leben. Amen. Jetzt ist so ein geschickter Augenblick, sich doch wirklich geschwind auf diesen Sofa zu setzen. So, das muss ich doch einmal geschwind noch nutzen. Ja, wir haben eigentlich eine super Idee gehabt, so vor einem halben, dreiviertel Jahr. Nämlich, wir würden ganz gerne die nächsten Sofa-Gespräche als Skype-Konferenz mit unseren Missionaren irgendwo in der Welt machen. Wir fanden die damals total prickelnd, weil das eigentlich keiner hat, Skype-Konferenzen, und irgendwie alles irgendwie eine ganz tolle Idee war. Bis wir jetzt dann so die letzte Woche gemerkt haben, naja, also eine Skype-Konferenz über YouTube zu streamen, macht irgendwie keinen wahren Sinn. Und wir haben uns einfach auch überlegt, Mensch, das sind ja ganz viele Leute auch in Gomaringen. Und deswegen nutzen wir das jetzt einfach. Wir werden das also ganz klassisch hier machen. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, die wären jetzt eigentlich irgendwo auf der Welt unterwegs. Apropos irgendwo auf dieser Welt unterwegs, im weltweiten Netz ist der Simon für uns wieder unterwegs. Und der wird euch jetzt noch schnell erklären, wie ihr eigentlich mit uns in diesem Gottesdienst in Interaktion treten könnt. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin vor allem gespannt, wo ihr unterwegs seid. Und ihr seid gefragt jetzt. Wenn ihr euch also fragt, was ich euch jetzt zeige, interaktiv, wie geht denn das eigentlich nochmal? Ich möchte euch noch mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Letztes Mal haben wir es erprobt und es hat funktioniert, soweit ich das einsehen kann. Wenn ihr euch aber jetzt sagt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das ging, oder wenn ihr sagt, ich weiß, letztes Mal hat es bei mir auch schon nicht funktioniert, dann hört bitte gut zu. Wir haben zwei verschiedene Elemente. Das erste ist per WhatsApp. Ihr habt vorher schon eine Rufnummer angezeigt bekommen und ich bitte euch, speichert die Nummer einfach ab. Die wird, glaube ich, nachher auch nochmal eingeblendet. Und dann sucht ihr einen Gegenstand oder sucht euch einen Gegenstand, der euch wichtig geworden ist. Jetzt in der aktuellen Zeit, wo ihr vielleicht mehr zu Hause seid, vielleicht auch mehr Zeit verbringt. Fotografiert euch mit dem Gegenstand. Und dann zu guter Letzt schickt euer Bild doch bitte an die Nummer, die ihr dann eingespeichert habt per WhatsApp. Wenn ihr wollt. Und ich würde mich freuen, einen ganz kurzen Kommentar dazu, warum euch eigentlich dieser Gegenstand wichtig geworden ist. Es kann zum Beispiel eure Kaffeetasse sein, weil euch das tägliche Kaffeetrinken mit dem Partner oder Ähnlichem dann wichtig geworden ist. Oder das virtuelle Kaffeetrinken mit Geschäftskollegen. Es kann euer Sofa sein, das euch mittlerweile mehr begleitet wie davor. Ich bitte euch, alles bis auf Klopapier ist erlaubt. Ich kann euch auch von mir noch mal kurz sagen, was mir wichtig geworden ist, und zwar ist es unser Mülleimer. Warum? Ich habe ihn ordnungsgemäß geleert, ich habe ihn gesäubert und habe ihn jetzt falsch rum hingestellt und habe damit die Möglichkeit, meine Füße auf eine angenehme Arbeitshöhe zu stellen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir heute wieder machen, ist per Slido zu arbeiten. Ich erkläre euch erst kurz, wie ihr da drauf kommt. Ihr nehmt euer Handy oder ein zweites Mobilgerät, ein Laptop, ein Tablet, was ihr auch immer zur Verfügung habt. Geht in den Browser auf slido.com. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. Hier haben wir einen Browser. Slido.com eingeben und dann auf der Seite, wo ihr landet, könnt ihr den Eventcode YuAkiLive eingeben. Bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten, mit Enter bestätigen und schon seid ihr am Start. Noch einfacher oder genauso einfach geht das Mobil. Ihr seht auf der linken Seite von meinem Bildschirm, seht ihr genau dieselbe Oberfläche, in dem Browser die gleiche URL eingeben und mit dem Code bestätigen und dann landet ihr auf der Oberfläche, wo ihr drei verschiedene Reiter seht. Der erste ist Fragen, der zweite Ideen und der dritte ist Umfragen. Was wir jetzt damit vorhaben, ich fange mal mit Ideen an. Hier seid ihr gefragt, eure Fürbitte-Anliegen einfach loszuwerden. Auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind, verstehen wir uns als eine Gemeinschaft und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder eure Fürbitte-Anliegen teilt mit uns. Dann können wir die am Ende aufgreifen. Wie das Ganze funktioniert? Ihr steht Idee eingeben, draufklicken, Text eingeben und senden.
Ganz einfach. Ihr habt die Möglichkeit, entweder anonym zu bleiben oder tatsächlich mit eurem Namen zu senden. Für uns ist beides völlig okay, natürlich. Und die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, ihr seht dann die Frage angezeigt und ihr könnt die mit einem Daumen hoch nochmal unterstützen oder bekräftigen, dass die Frage dann sozusagen hochgevotet wird. Und wenn das dann passiert, kommt sie vielleicht eher dran. Was noch wichtiger ist, ist in dem Teil Fragen. Ihr habt die Möglichkeit, unsere Interviewgäste nochmal konkret eine Nachfrage zu stellen, eine zusätzliche Frage zu stellen und die auch dann mit einem Daumen zu versehen. Und nach dem jeweiligen Interview werden wir dann eine kurze Phase haben, eine ganz kurze Phase, wo ich dann die Fragen einfach weitergebe in eurem Namen. Deswegen macht bitte rege davon Gebrauch, von sowohl den WhatsApps als auch von den Kommentaren via Slido. Zum Umfragen halt sage ich später noch was. Ich danke euch schon jetzt für eure Teilnahme und mich freuen, wenn da ein bisschen was ankommt. Und wird jetzt an unsere Band übergeben, die uns einfach mit zwei Liedern nochmal in den Gottesdienst mit reinnimmt.
Thomas, Marc, klasse, dass ihr heute Abend da seid. Kurze, easygoing Einstiegsfrage. Was ist der höchste Punkt, den ihr mit euren eigenen Füßen schon mal erreicht habt? Also Flieger gilt nicht. Bei mir vermutlich 3200 Meter. 3200 Meter. Genau. Bei mir knapp 5200 Meter. Okay. Schicht dich nochmal den Berg hoch. Gut. Ja, das klingt natürlich nach Gebirge. Das klingt... Bei den jenseits auf jeden Fall mal jenseits der 5000 Meter klingt es auf jeden Fall auch nach Alpen oder sonst wie, sonst klingt dann eher nach Himalaya. Und mich da jetzt einfach interessiert, erzähle doch einmal einfach los. Was macht ihr dort? Was habt ihr dort gemacht? Wo seid ihr da unterwegs? Ich war Ende 2015 nach dem Erdbeben war ich zum ersten Mal dort im Rahmen von einem Missionseinsatz von der Bibelschule, wo ich mit meiner Frau gemacht habe und ist da natürlich viel begegnet im materiellen Bereich, viel Zerstörung war in diese Dörfer, wo wir waren und mir da letztendlich geholfen aufzubauen, den Menschen einfach zu begegnen, aber Hoffnung zu geben und es diese Hoffnung nicht nur mit was Leerem, sondern eben einfach auch mit dem Wort Gottes da weiter zu geben. Genau. Und dann ist es weitergegangen nach dem ersten Mal Nepal, wo dann tatsächlich 2 Monate ging, dass ich von 2015 an eigentlich jedes Jahr in Nepal war, für verschiedene Einsätze, die immer wieder
oder der Fokus darauf war, auch praktische Hilfe zum Leisten, aber auch natürlich das Wort Gottes weiter zum Sagen. Die Menschen dort in verschiedenster Art und Weise, wie es eben möglich war, auch weil in Nepal sich von Jahr zu Jahr die Gesetze doch auch sehr verschlechtert haben für Christen, die Verfolgung zugenommen hat. Genau. Und habe dann irgendwann der Mark gefragt, ob er dann auch mal, ob er mal mitgehen möchte. Genau. Also es war so, ich weiß, Ende 2017 über den Gartenzaun rum kam irgendwann die Frage, du, fahr nächstes Jahr wieder nach Nepal, kannst du dir vorstellen, du begeisterst dich ja auch für Berge und so weiter. Und dann war für mich relativ schnell klar, das reizt mich ungemein, einfach mal dahin zu fahren, auch das zu sehen, auch diese praktische Hilfe leisten zu können. Ja, und war einmal dort und habe spontan so das Gefühl gehabt, ich muss und möchte da wieder hin, einfach weil mir das Land, weil mir die Menschen es sehr angetan haben und ich es einfach, ja, auch für mich festgestellt habe, ist ganz interessant, man glaubt, man bringt viel hin und stellt am Ende fest, dass man wahrscheinlich selber mehr mitnimmt, als dass man erstmal auch dorthin bringt. Wie sieht denn so eine praktische Hilfe jetzt konkret aus? Sagen wir mal, du machst, ich glaube, EDV-Support. Ging es in die Richtung? Nee, das ist relativ einfach. Also man braucht auch kein großes handwerkliches Geschick. Also wir haben im ersten Jahr Solarpaneele und Holzöfen installiert. Holzofeninstallation ist in dem Fall eine Blechkistaufstellung und der Ofenrohr durch ein Lehmdach drücken. Das kann der durchschnittliche EDVler auch. Man stellt fest, der Nepali kann es eigentlich viel besser wie wir selber. Das heißt, es geht mehr darum, gemeinsam was zu tun. Also das ist auch so die Erfahrung, das wirklich technisch können, beschränkt sich eigentlich auf mehr gemeinsam was zu tun und über das auch mit den Menschen dort zu begegnen. Und deswegen sage ich, war vielfach dann auch eher was für sich selber mitnehmen, einfach dieser Spirit oder dieses gemeinsam was tun, das war einfach ungemein schön. Thomas, nochmal schön zu dir. Du hast ja da jetzt einfach auch schon Feuer gefangen und ja, Jahr für Jahr und gehst dahin. Einfach für mich nochmal schön so ein bisschen die Frage, was beeindruckt dich dann so besonders dran? Sagen wir mal, das kann man ja sagen, okay, da bin ich mal jetzt 2 Monate gewesen und da damit irgendwie gut. Aber was kannst du jetzt in Worte fassen? Was ist es letzten Endes? Also es ist zum einen, auf eine Weise schon die Einfachheit vom Leben dort, die natürlich hier im Westen fehlt, ist natürlich auch ein Abenteuer. Zum anderen definitiv die Menschen dort, die trotz die für uns erscheinende Armut so freundlich sind und ja, einfach offen sind und zufrieden. Also das ist was ich glaube, ganz besonders ist die Zufriedenheit von diesen Menschen mit dem, was sie haben und die Freude darüber, wenn sich natürlich was verändert, aber ja, wo bei uns, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen verloren geht, die man dann auch dort wieder lernt, wenn man dann für lange Zeit kein fließend Wasser und warme Dusche oder so hatte, wenn man dann zurückkommt und dann dort oder hier wieder seinen Luxus klar genießt, aber einfach auch zu wissen, man kann auch mit viel weniger sehr zufrieden sein und definitiv eine Freude haben im Leben. Wow, mich würde noch schön interessieren, wenn ihr mit den Leuten ins Gespräch kommt. Also zum einen spreche ich Englisch, spreche ich wahrscheinlich kein Nepalesisch oder gibt es einen Dolmetscher dazu? Also es gibt im Prinzip, klar, es gibt die Unterstützung. Also wir waren ja jetzt jedes Mal unterwegs mit Nepalis, die letzten Endes von der Missionsgesellschaft, mit der wir da unterwegs sind, die sehr gut Englisch sprechen und dann die entsprechende Übersetzungsarbeit leistet. Sonst geht es viel mit Händen und Füßen. Also ich weiß, mit das erste Erlebnis, als wir in dieses Dorf gekommen sind, wo diese Solarpanelaktion war, ich habe 3 alte Handbälle mitgenommen. Wir haben den Handball ausgepackt und waren in 2 Minuten mit 50 Kindern am Handballspielen. Da hat keiner in irgendeiner Form sprechen müssen, aber es hat irgendwie funktioniert. Oder? Wir waren da und man hat irgendwie halt mit Händen und Füßen und was man halt gehabt hat. Ja. Und ich weiß nicht, wenn man ein anderes Erlebnis gehabt, das war auch ganz spannend. Ich bin einfach morgens, weil ich früher wach war und es mit dem Thomas im Zelt irgendwann auch gemütlich wurde, weil der furchtbar lang noch rumgenestet hat, bin ich halt ein bisschen spazieren gegangen und habe jemanden getroffen und dann habe ich dem am Ende auf Deutsch was vorgelesen und er hat sich geduldig nebenher gesetzt. Er hat sicherlich
Da haben wir wahrscheinlich nichts verstanden und trotzdem haben wir aber gute Zeit miteinander gehabt. Und das war einfach, sage ich mal, jemand dann in einer anderen Sprache, so Bibel vorzulesen, war für mich ein spannendes Erlebnis, aber es war eine Viertelstunde, die wir gemeinsam über das Wort Gottes verbracht haben. Ich gehe davon aus, es hat seinen Sinn gehabt. Ja. Könntet ihr das ein bisschen einschätzen, was den Menschen am Glauben an Jesus, an der Beziehung von Jesus, an Jesus besonders wichtig ist? Also gibt es da irgendwas, wo man sagt, ja, das ist dort in ihrem Glauben viel, viel stärker, wie das jetzt, sagen wir mal, bei uns zum Beispiel ist. Oder das spielt bei denen keine so große Rolle. Können wir das ein bisschen einschätzen? Haben Sie ein bisschen ein Gefühl dafür? Ich denke, was in Nepal durchaus viel realer ist, aufgrund von der Hauptreligion dort, sind Dinge, die uns im Westen eher schwerfallen, und zwar auch die geistliche Welt einfach. Und die ist für die Menschen viel, viel greifbarer wie für uns. Und durchaus auch das, dass sie umgeben sind als Christen in den Dörfern, wenn sie Christ worden sind, von Menschen, die eben das nicht glauben. Und dann, das ist mir mal so gegangen bei einem Einsatz, da waren wir in einem Dorf, wo dann eine Nacht lang der Schamane in seinem Zelt getrommelt hat und irgendwelche Geister beschwört hat. Und das ist was, wo, ja, also da nimmt man das ganz anders wahr, und das ist, glaube ich, für die Menschen dort einfach auch realer, auch weil sie noch viel mehr in der Natur leben und auch davon herkommen, dass irgendwelche Geister gut gestimmt werden müssen, damit halt kein Unglück über die Familie reinbricht oder ja, sie genügend Nahrung haben oder wie auch immer, genau. Muss man sich das auch so vorstellen, dass es viele, viele verstreute kleine Dörfer sind? Also einfach mal so von der Topografie her? Ja, also das, was wir erlebt haben, ist einfach, also jetzt sage ich mal, wenn ich Kathmandu verlasse und die nächste größere Ansammlung verlasse, dann sind es vereinzelte Häuser, die am langen, großen Hang entlang stehen, was dann als Dorf wahrgenommen wird. Also da stehen keine 5 Häuser nebeneinander. Und die Leute nehmen unglaublich, also es war für mich das erste Mal sehr beeindruckend, unglaubliche Wege in Kauf, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Also da kann halt auch sein, es kommt jemand um 11, obwohl man um 10:30 angefangen hat, weil er halt 1,5, 2,5, 3,5 Stunden Weg zu Fuß hat, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Und wenn man davor halt noch irgendwie seine Landwirtschaft versorgen hat, müssen die das Überleben sichert, dann kommt man halt spät. Aber man kommt trotzdem und macht sich trotzdem auf. Also das war für mich, sagen wir mal, hoch beeindruckend, was die Leute für ja, einen Gottesdienst dann auch auf sich nehmen, an Belastung, wo ich sage, oh, bei uns ist manchmal der Weg durchs Dorf noch zu anstrengend, müssen wir lieber fahren. Wie ist das denn? Sind es dort Missionsgesellschaften? Ihr wart ja im Rahmen von einer Missionsgesellschaft dort. Das macht ihr ja als privates Abenteuer quasi, sondern du hast ja das ja angefangen mit der Bibelschule der Missionsgesellschaft. Sind die dort einfach unterwegs, bietet dort Gottesdienste an, oder existieren dort auch einfach vor Ort viele kleine Gemeinden, die dann auch einfach autonom quasi einfach Gottesdienst miteinander feiern? Wie ist da die Lage im Moment gerade? Also ich war ja das erste Mal mit Jugend mit einer Mission dort und habe im Rahmen von dem Einsatz eben jemanden kennengelernt, der Nepal als hauptberuflicher Missionar letztendlich dort unterwegs ist, und mit dem seiner Missionsgesellschaft sind die anderen Einsätze dann gelaufen. Es sind einige Missionsgesellschaften in Nepal aktiv. Es gibt auch in Kathmandu halt hauptsächlich gibt es viele verschiedene Kirchen, verschiedenster Art, mit verschiedenstem Fokus. Wobei halt Kathmandu nicht der Maßstab ist in Nepal, weil das ist eine Stadt, wo ein paar Millionen wohnen und der Rest lebt halt einfach maximal auf dem Land. Und dort ist es schon so, dass es dann einfach kleine Hauskirchen sind, wo die Menschen zusammenkommen, wo schon jemand im besten Fall tatsächlich auch eine kleine Ausbildung, Schulung bekommen hat und dann der Gemeindepastor ist und die Leute dann eben einfach zusammenkommen und Gottesdienst feiern und auch unter der Woche vielleicht einmal sowas, so Art wie ein Hauskreis oder so haben. So ist die gängige Praxis dort. Ja. Jetzt seid ihr ja wieder da. Habt ihr das vor, wieder zu fahren, zu fliegen?
Ja, also ich denke, also ich kann für mich sagen, ja, und ich hoffe auch, dass wir unseren nächsten gemeinsamen Trip dann auch gemeinsam beenden können. Das war ja, beim letzten so ein bisschen, Trick, genau. Ein bisschen eine traurige Geschichte, einfach, dass der Thomas relativ früh hat abbrechen müssen, aufgrund von klassischer Nepal-Erkrankung, oder dass man im Magenbereich einfach Schwierigkeiten kriegt. Die er vermutlich aus Deutschland mitgebracht hat von der Inkubationszeit. Ja. Wäre für mich jetzt nämlich noch die Frage quasi, was macht das eigentlich mit euch jetzt in Gomaringen, jetzt in der Jahreszeit, in dem Lebensumfeld? Was habt ihr in Nepal quasi gelernt? Was nehmt ihr damit heim? Was verändert es? Wo denkt ihr, dass ihr nach dem Erlebnis anders seid, als ihr das vorher wart? Ich denke, abgesehen davon, dass er Öfen natürlich irgendwo in der Ecke stellen kann und Röhre irgendwie noch aufziehen kann. Also das, klar. Kein Kaminfeger kommen muss, der das abnimmt. Also ich denke, für mich ist, und das verliert sich dann, glaube ich, tatsächlich einfach relativ schnell wieder, tatsächlich das, was ich vorher schon angesprochen habe, sich darauf auch fokussieren, wie es einem tatsächlich gut geht hier und diese Sucht nach materiellem Wert hier in Bezug auf das, was einem Freude schenkt oder was der Lebensinhalt letztendlich auch ausmacht, das letztendlich ein Stück weit abzulegen und sich da zu orientieren, den Menschen, die da in Nepal leben und zu sagen, okay, es geht auch mit viel weniger glücklich und zufrieden zu sein, ja. Genau, also denke ich mir anschließe, ich glaube, die Dankbarkeit, jeweils mit dem Rückkommen auch zu sehen, was man also hat und alles wert zu schätzen, ist sicherlich ein ganz anderer. Für mich waren sind diese Themen, die ich für mich merke, für mich waren das immer Zeiten, in denen ich ganz wenig anderes erlebt habe, das heißt, diese sehr intensive Zeit, wo ich mich mit mir, mit meinem Glauben beschäftigen kann, wenn ich dort unterwegs bin. Und das ist vielleicht so ein Thema, wo ich sage, wie kann ich es im Alltag oder wo ich probiere, hier im Alltag auch umzusetzen, zu sagen, wie kann ich mir letzten Endes diese Auszeit, die du dort 2,5 Wochen hast, wo niemand was von dir will, wo du nur für dich bist und nur für dich auch sorgen musst, was ja so im familiären, ehrenamtlichen Alltagsumfeld gar nicht so ganz einfach ist. Wie kann ich das auch hier ermöglichen, um im Prinzip auch dann diese Zeit zu nehmen, um mich und vor allem auch mein Glaube dann zu kümmern. Was ich da denke, noch ist mir jetzt gerade noch unten in eingefallen, letztendlich tatsächlich zu überlegen, was ist mir mein Glaube hier wert, in einem Land, wo Glaube frei gelebt werden kann, wo man sich treffen kann, ohne dass man Angst haben muss. Der Marc hat erzählt von den Menschen, die da sich aufmachen, um einen Gottesdienst teilzunehmen und dann 2,5 Stunden laufen. Was bin ich bereit, hier in Deutschland in meinem alltäglichen Leben für einen Aufwand zu betreiben in Bezug auf meinen Glauben? Da weiterzukommen, für mich ist es jetzt kein Problem, also jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr am Gottesdienst teilzunehmen, beziehungsweise es gibt ja viele Online-Angebote, aber grundsätzlich, was bin ich da bereit zu investieren? Okay, klasse, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank euch. Wir singen zwei Lieder und anschließend seid ihr dran mit eurer Frage direkt an die zwei, die jetzt per Slido eingehen können. Vielen Dank euch. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted. I
Dann geht es jetzt weiter mit den Fragen. Gerade kamen drei rein. Ich fange mal an euch. Wie sieht denn die Verkündigung konkret aus? Beziehungsweise vielleicht angeknüpft, wie läuft in Nepal ein Gottesdienst im Zelt ab? Also in aller Regel findet er immer meistens zu enger Raum statt, in dem dann alle irgendwie mit höchst anzogene Beine sitzen tatsächlich. Und es dauert durchschnittlich auch mal 2, 2,5 Stunden, was der Mitteleuropäer für echte Probleme stößt im Sitzen. Es wird extrem viel gesungen, es wird gemeinsam viel gebetet, ganz oft im Korean Style, also alle kreuz und quer durcheinander. Männer und Frauen sitzen getrennt. Man muss so sitzen, dass man die Fußsohle zeigt, weil das ist unhöflich. Genau. Was war die erste Frage nochmal? Die andere Frage war, wie sieht die Verkündigung konkret aus? Die hat sich verändert über die Jahre. Das erste Jahr und auch das zweite Jahr, wo ich dort war, war es kein Problem, in ein Dorf zu gehen und einzuladen auf den Dorfplatz und zu sagen, kommt mir etwas zum Erzählen oder wie auch immer. Dann letztendlich hat man mit den Menschen erstmal haben wir Lieder gesungen, die vielleicht auch tatsächlich international ein bisschen bekannt waren, vor allem für die Schulkinder, die dann irgendwie dann Bezug hatten in Englisch. Und dann hat man mit Übersetzer verkündigt. Jetzt mittlerweile ist das durchaus schwieriger geworden. Man muss aufpassen, in welcher Gegend man unterwegs ist und sich dementsprechend verhalten. Dann läuft einfach viel über die Christen vor Ort, die schon dort sind, und dann die Menschen entsprechend einladet zu einem Gottesdienst, der dann immer Privathaus oder wie auch immer stattfindet. Also das letztendlich Leute öffentlich einladen, zu was ist leider mittlerweile relativ schwierig. Vielleicht knüpfen wir da gleich nochmal an. Wie sieht es denn eigentlich mit der Christenverfolgung aus? Habt ihr da was mitbekommen? Also ich habe jetzt eben auf dem letzten Trip, wo wir unterwegs waren, sind wir um den Manaslu gewandert, das ist der achthöchste Berg der Welt, und dort ist die Grenze zu Tibet unmittelbar. Da hat sich mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum gebildet, in dem auch die nepalische Regierung nicht mehr eintritt. Dort sind Buddhisten, die aus Tibet rübergekommen sind, haben mehr oder weniger so Lokalregierung errichtet, und dort, also wir waren mit den Christen, die wir unterwegs waren, je näher wir diesem Gebiet gekommen sind, war wirklich spürbar, dass die sich fürchtet, und das sind auch immer wieder kommen Christen um. Christen sind rausgeworfen, Missionare sind einfach aus dem Gebiet entfernt worden. Man hat Schule, die Missionsgesellschaft der Boathand annektiert und lokale buddhistische Kloster draus gemacht für Schüler. Also das sind die Erfahrungen, die ich dort selber erlebt habe. Genau, also auch die Missionare vor Ort müssen immer mehr aufpassen, was sie machen. Auch die lokale Christen letztendlich, die lange Zeit auch relativ unbehelligt waren, müssen mittlerweile sehr vorsichtig sein, sind definitiv auch oft, oder sind einige schon, von denen ich weiß, die eingesperrt worden sind für ein paar Tage und dann wieder freigelassen worden sind, auch ohne jegliche konkrete Anklage letztendlich. Genau, obwohl tatsächlich eigentlich auch mittlerweile seit letztem Jahr die gesetzliche Grundlage für die Verfolgung von der Verbreitung vom Glauben da wäre. Okay, dann lass uns noch ganz kurz eine letzte Frage, die reingekommen ist, einfach mal ganz kurz noch ansprechen. Marc, du hast vorher schon eigentlich angefangen oder halb beantwortet, sag ich mal. Wem würdet ihr denn so einen Einsatz beispielsweise in Nepal empfehlen? Was muss man mitbringen? Was soll das Setting sein? Das passt wunderbar. Ich wollte eigentlich dazu sagen, das ist, ich kann einfach jeden ermutigen, sich auf sowas einzulassen, ob das in Nepal ist oder sonst wo. Und ich glaube, man muss gar nicht viel mitbringen. Man muss eine gewisse Offenheit mitbringen und dann, glaube ich, sich darauf einlassen können, das zu machen. Und
ja, zu warten, was passiert. Ich glaube, das ist das, was man mitbringen muss. Ich glaube, die Hürde zu sagen, oh, muss ich da verkündigen können, muss ich ein großer Prediger sein, also das kann man sich alles, kann man alles wegmachen. Ich glaube, das Einzige, was man ein bisschen braucht, weil man einfach ganz oft in Drittweltländern unterwegs ist, ist eine gewisse Leidensfähigkeit, sage ich mal, pünktliches, warmes Mittagessen um 12 Uhr und um 18 Uhr ist schwierig. Alles andere einfach drauf einlassen, kann ich aus eigener Erfahrung einfach Mut dazu machen. Okay. Vielen Dank euch für die vielen spannenden, ja, Einblicke und ermutigenden Worte auch, die uns alle weiterbringen. Ich biete jetzt einfach mal an, ohne es mit euch abgesprochen zu haben, dass, falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann können wir gern den Kontakt herstellen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die beiden sind auch bereit, dann Fragen zu beantworten, auch zu telefonieren, Videotelefonieren oder whatever man gerade tut. Nehmt die Möglichkeit gerne in Anspruch. Und so viel jetzt zu dem ersten Interview. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Und bevor wir mit dem zweiten starten, habe ich euch noch was vorbereitet. Denn ich habe ein paar Bilder bekommen und habe da jetzt mal was rausgegriffen und möchte euch einfach kurz einen Eindruck weitergeben, wie wir als Gemeinde feiern und was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Im ersten Bild sehen wir das Family Time und ja, auch Möglichkeit zum Kontakten wichtig ist und dass die momentane Situation eine Chance ist, auch bei gutem Kaffee das Gespräch mit Freunden zu führen, neu aufzugreifen, vielleicht mit denen, die auch schon länger, wo es nötig ist, dass man mal wieder Kontakt herstellt. Dann, ja, war wichtig, dass man mit einem Laptop die Möglichkeit hat, nach außen, zur Außenwelt Kontakt überhaupt aufzubauen und, das kennen vielleicht viele von uns, Schulaufgaben zu machen oder Schulaufgaben vorzubereiten, runterzuladen, Rückfragen zu stellen. Ich denke, vielen von euch geht es auch wie der Person, die jetzt auf dem linken Bild gepostet hat, der Garten wichtig geworden ist, als Möglichkeit abzuschalten und rauszukommen, wenn auch nicht weit raus, aber immerhin einfach aus den vier Wänden raus. Und jetzt habe ich noch ein letztes von der Sophia bekommen, einfach ein starkes Statement: Hey, das Kreuz ist mir wichtiger geworden, das Gebet und der Gedanke, dass wir eine Gemeinschaft sind, die die ganze Situation nicht alleine durchstehen. Und ich danke dir ganz herzlich für das Bild, ja, für die Message. Und ich möchte euch anderen einfach ermutigen, schickt uns doch nochmal Bilder von euch, mit oder ohne Gegenstand. Dann, wenn wir gleich mit dem zweiten Interview starten, noch eine technische Sache. Wartet bitte, bis ich die Fragen rausgenommen habe, die jetzt momentan drin sind, damit ihr auch später neue Fragen reinstellen könnt. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich übergebe jetzt wieder nach vorne. Ja, vielen Dank. Liebe Neudorfs, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft nebeneinander sitzen. Ganz klar, ein Hausstand, eine Familie. Aber eigentlich wärt ihr heute, wenn es alles normal gelaufen wäre, gar nicht da, oder? Niemand von euch. Oder wird Susanne gerade wieder zurück? Doch, wir wären vor 2 Wochen zurückgekommen. Vor 2 Wochen wäre er zurückgekommen, genau. Du wolltest nochmal nach Äthiopien zurück, gell? Ja. Genau. Ja. Also ich bin noch geflogen, gerade als Corona, ja oder nein, ich darf nur fliegen. Und ich dachte, ich fliege da unten, war noch nichts. Am nächsten Tag hat es angefangen und nach 3 Tagen war alles abgesagt und ich musste gucken, dass ich noch einen Flug kriege, um wieder heimzukommen. Okay, das heißt, ihr sitzt jetzt hier quasi auch da und wartet. Du kannst im Moment gerade auch nicht weiterreisen, Andreas, oder? Keine Chance, genau. Also, ich habe das, als ich die Situation mir kurz angeguckt habe, habe ich gedacht, naja, die kennt ihr doch eigentlich. Hattet ihr nicht auch schon mal... Wie lange habt ihr gewartet auf ein Einreisevisum nach Äthiopien? Wie lange? 2 Jahre. Zwei Jahre. Brutal. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir zuerst vielleicht darauf eingehen, warum wir das machen, was wir machen und auch warum es überhaupt unsere Organisation gibt. Und da dachten wir, fangen wir mit einer kleinen Geschichte an, die ganz, ganz am Anfang passiert ist, in einem Gespräch zwischen einem Einheimischen und unserem Gründer. Das war auch ganz hoch in den Bergen und Susanne erzählt die Geschichte. Ja, also der hat sich eben vorbereitet, um den Bergvölkern in Guatemala
Gottes Wort zu bringen. Und hat Bibeln dabei gehabt, er hat Spanisch gelernt, spanische Bibeln auch gehabt. Ist er eben unterwegs gewesen. Eines Tages kommt er dort mit einem Mann ins Glaubens, über den Glauben ins Gespräch und erzählt ihm von Gott, der Mann ist interessiert. Und der Cameron, so heißt der junge Mann, der gibt ihm eine Bibel. Der Mann guckt rein und dann gibt es ihm wieder zurück und sagt, wenn dein Gott wirklich so mächtig ist und so liebevoll, warum spricht er dann nicht meine Sprache? Die Bibel war Spanisch. Der Mann ist aus einem Indianervolk, das in den Bergen eben lebt und die sprechen kein Spanisch. Der konnte ein bisschen, aber die meisten sprechen es nicht. Und die werden in ihrem eigenen Land oder in dem Land, wo sie halt wohnen, von einem anderen Volk regiert, die eben Spanisch sprechen, die im Tiefland leben. Und die Aussage, das war für Cameron einfach, das hat ihn nicht mehr losgelassen. Er sagt, diese Indianervölker, die haben keine Möglichkeit, Spanisch zu lernen, weil sie auch verachtet werden. Ihre Sprache wird von niemand anderem gelernt, weil die nicht verschriftet ist und auch die hat ja nicht mal eine Grammatik, die kann man ja gar nicht lernen. Und dann hatte Cameron sich entschieden, er hat 14 Jahre lang mit dem Volk dann gelebt, die Sprache gelernt, verschriftet und ihnen geholfen, die Bibel zu übersetzen. Er hat ihnen Lesen und Schreiben beigebracht. Und daraus ist im Grunde unsere Arbeit entstanden, für die zwei Organisationen, Wycliffe und SIL, für die wir arbeiten. Und das ist eigentlich so das Ziel, was wir den Menschen bringen wollen. Ja, und die Antwort auf diese Frage diesen Mannes hat Gott eigentlich schon 1900 Jahre davor gegeben, am Pfingsten. An dem Tag waren ganz viele Juden aus verschiedensten Ländern beieinander. Die haben nämlich das Fest der Überlieferung der Tora gefeiert. Und wir gehen mal davon aus, dass sie keinen Zugang zu Google Translate hatten, aber wahrscheinlich entweder Hebräisch oder Aramäisch oder Griechisch gekonnt haben. Und sie waren garantiert auch im Tempel und in den Synagogen, haben die Vorlesungen aus Tora gehört und auch die Auslegung, aber von großartigen Reaktionen darauf lesen wir nichts. Bis Gott in ihren eigenen Sprachen zu ihnen gesprochen hat, die gute Nachricht in den Sprachen ihren Herzens, da gab es plötzlich eine riesige Begeisterung und als Resultat sind einfach Tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Ja, also im Grunde, was mir rüberbringen wollt, um unsere Arbeit zu verstehen, ist, dass Sprache ist nicht nur Sprache zum Informationen weitergeben. Sprache ist mehr. Sprache berührt das Herz. Es ist gekoppelt mit Kultur, mit Denken, mit Gefühlen. Und durch eine Sprache fühle ich mich zugehörig irgendwo. Und durch die Sprache verstehe ich auch mehr, was die Leute um mich herum denken oder warum sie was tun. Ich habe immer gemerkt, in Deutschland fühle ich mich nie besonders als Deutscher. Also ich bin einfach ich. Sobald ich im Ausland bin, merke ich, es ist nicht meine Kultur, weil ich doch nicht alles verstehe. Und das hängt sehr viel mit der Sprache zusammen. Ja, man merkt einfach, dass man anders ist, auch andere Werte hat. Und so geht es aber ganz vielen Leuten in ihrem eigenen Land. In Kaukasus, in den Bergen, leben 45 Völker. Alle reden unterschiedliche Sprachen. In Äthiopien sind es 85 und in manchen Ländern gibt es über 400 Sprachen. Und dabei reden wir hier nicht von Dialekten wie jetzt Hessisch oder Schwäbisch, sondern auch tatsächlich von unterschiedlichen Sprachen wie Chinesisch oder Deutsch. Und die Sprachen verändern sich auch ständig, genauso wie auch Menschen, auch ihre Werte, ihre Kultur sich verändert. Und manche entwickeln sich, manche vermischen sich mit anderen und manche sterben einfach aus. Und die Leute wollen aber nicht, dass ihre Sprache aussterbt, weil damit stirbt auch ihre Identität. Wer sind sie dann? Vor allem, wenn sie anders aussehen als ihre Nachbarvölker. Ja. Und jeder weiß von vornherein, dass sie anders sind. Ja, da habe ich auch eine kleine Geschichte. Ein Mann hat uns mal gesagt,
Er hat gesagt, ich habe aufgehört, meine Sprache zu sprechen. Ich habe es auch meinen Kindern nicht mehr beigebracht, denn ich wollte anerkannt werden. Ich wollte ein Teil werden von dem ganzen Land. Jetzt spreche ich nicht, meine Kinder sprechen meine Muttersprache, also die Sprache meines Volkes überhaupt nicht mehr. Und trotzdem leben wir hier und niemand akzeptiert uns, weil wir auch noch dazu anders aussehen. Jetzt haben wir keine Sprache mehr, wir haben kein Volk mehr, weil die Kinder auch nicht zurückkehren. Das war eine Verzweiflung bei dem Mann. Und er hat dann einem Kurs mitgemacht, eine Art von Sprachentwicklungskurse, die wir machen, ist, mit Menschen zusammenzurufen und denen anhand von Fragen, mit denen ihre eigene Sprache Grammatik erarbeiten und aufschreiben. Und der Mann war dabei und er hat mit Tränen in den Augen das kleine Büchlein von den Regeln seiner Sprache in der Hand gehalten und hat gestrahlt. Und das werde ich nie vergessen, wie er eine Würde, eine Freude gehabt hat, dass er was wert ist. Ja, und also diese Wertschätzung, die Gott den Menschen am Pfingsten entgegengebracht hat, indem er ihre Sprache sprach, das motiviert uns auch, das gekoppelt mit der guten Nachricht in den Muttersprachen daran zu arbeiten. Und deswegen gibt es Wycliffe, gibt es SIL und es gibt beide Organisationen auf Website, also kann jeder gerne mal reingucken. Es ist viel richtig interessante Information drin, gerade was Sprachen anbetrifft. Das ist ja jetzt eigentlich spannend. Das heißt, es geht eigentlich zum einen natürlich darum, wirklich die Bibel in die Sprache zu übersetzen, aber gleichzeitig auch quasi den Menschen Gottes Liebe zu zeigen, zu ihnen, indem sie wieder ihre eigene Identität quasi leben können. Also nicht so irgendwie, naja, so an einem Rande und der spricht ja nichts und der kann, was weiß ich, bloß irgendwie was helfen. Das ist ja eigentlich dann auch beides. Ja. Ist das? Richtig. Also es ist wirklich eine Mischung aus Entwicklungshilfe und Missionsarbeit irgendwie. Eigentlich ist beides da. Ja. Mich würde kurz interessieren, deswegen habe ich auch vorher die Sache mit Äthiopien einfach nochmal kurz angesprochen. Wie geht's euch? Ihr wart ja wirklich viele, viele Jahre in Äthiopien. Wie geht's euch, wenn ihr jetzt wieder hier seid? Also ich dachte nur an den Paulus, der irgendwie denkt, ups, weißt du, eine Gemeinde, die damals gegründet worden sind und die Christen, die er dort kennengelernt hat und dann ist er irgendwie weitergezogen und dann, was passiert mit denen? Habt ihr noch Kontakt? Hängt da euer Herz noch dran an den ganzen Menschen, die ihr jetzt dort auch als Christen kennengelernt habt oder die zum Glauben gekommen sind? Wie ist das, wenn man sowas zurücklässt? Also für mich war es schon jetzt sehr besonders vor 4 Wochen mal wieder zurück zum Reisen. Also es ist noch fast 4 Jahre gewesen, dass wir nach Deutschland gekommen sind. Und ich war bloß in der Hauptstadt, da habe ich ein paar von unseren Bekannten gesehen und das war total toll. Es war auch schön, letzte Woche hat ein Bekannter eben aus dem Dorf, in dem wir gewohnt haben, das, also 700 Kilometer weg von der Hauptstadt, da wo wir gewohnt haben, der hat eine E-Mail geschrieben, das kann man heutzutage, damals hat es nicht geklappt, aber hat eine E-Mail geschrieben und gefragt, hey, mir hört so viel von Corona, wie geht's euch? Also das hat mich total berührt, dass die auch uns fragt, wie es uns geht. Klar, denke mir irgendwie viel dran, aber was mich jetzt gerade besonders beschäftigt, ist eben dieses neue Projekt, wegen dem ich in Äthiopien war. Ich hätte die neue Sprache, also ist verwandt mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Aber von der Sprache hätte ich halt mehr lernen sollen. Die Leute waren da. Ich habe einen Tag Zeit gehabt, mit denen ein bisschen zum Arbeiten, um deren Sprache auch zu verschriften, weil sie schon an der Bibelübersetzung arbeiten. Die sind so begeistert an der Arbeit und die Welle, dass es endlich verschriftet werden kann, damit sie ihre Mitgeschwister geben können. Und das ist seit 3 Jahren kommt immer was dazwischen und jetzt schon wieder. Ja. Das beschäftigt mich schon ziemlich. Das glaube ich überhaupt nicht vorstellen, wenn du sagst, das sind keine Dialekte, das sind eigenständige Sprache. Das heißt, man wird wirklich hier erwartet, in Deutschland sprechen sie so und so viele unterschiedliche Sprachen.
Wie ist das? Gibt es da auch jetzt für die einzelnen Völker, gibt es da auch einzelne Leute, die dann dafür zuständig sind, die du jetzt betreust oder denen du hilfst oder die unterstützt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es geht natürlich immer nur mit Einheimischen, weil sie sind die Einzigen, die die Sprache auch wirklich auf hohem Niveau können. In vielen von unseren Projekten haben wir gar keine Ausländer, keine Linguisten von außen. Deswegen geben wir den Leuten Werkzeuge, geben wir ihnen Workshops und leiten die Stück für Stück in der Grammatikanalyse, in der Phonologieanalyse durch, bis sie eine Schrift haben. Und dann auch natürlich auch in Writers Workshop, Autorenausbildung und Förderung, dass die Leute ihre eigene Literatur erstellen und so. Und auch beim Übersetzen natürlich und mit Exegese, mit da unterstützen wir auf die einheimischen Mitarbeiter. Zum Beispiel war da ein Mann, der war begeistert von seiner Sprache und hat Wörter gesammelt, 10.000 Wörter von seiner Sprache, um ein Wörterbuch zu machen von also seiner Sprache in die Landessprache. Und hat dann eben jemanden kennengelernt von unserer Organisation und sagt, das Projekt, ich bin nicht groß genug dafür. Das heißt, was kann ich damit machen? Ich möchte so gern das unter die Leute bringen, dass es veröffentlicht wird. Und dann haben wir gesagt, hey, da kann man helfen. Und ja, das war zum Beispiel eine Arbeit. Oder ein anderer, der hat auch an Kursen teilgenommen, um ein Lesefibel in der Muttersprache. Und die Regierung erlaubt, dass Muttersprache in der Schule, in der offiziellen Schule unterrichtet werden kann, 1 bis 2 Stunden oder so in der Woche. Und jetzt wollte dieses Buch, das gut fundiert war, es wollte genehmigen lassen, ist von einer Behörde zur nächsten gerannt und immer irgendein Grund, nee, geh darüber. Die haben gesagt, nee, geh darüber. Also von Hinz zu Kunz und es hat nie geklappt. Und bis er irgendwann mal frustriert gesagt hat, wenn die doch bloß begreifen würden, wenn wir unsere Kultur und unsere Sprache feiern dürfen, dann werden wir nur noch bessere Mitbürger. Wir werden nicht schlechtere, wir werden besser. Wir wollen nur anerkannt sein und wir wollen auch dazugehören. Aber das ist so das Dilemma, in dem einfach viele stecken. Wenn ihr ein Buch der Bibel übersetzen dürftet, nur eins, rupft's raus, übersetzt, welches würdet ihr nehmen und warum? Nur eins. Ich würde Lukas nehmen. Okay. Ja. Ja, bei Johannes zum Beispiel, ja, einfach von Moslem-Hintergrund. Ich denke, dass Lukas eine sehr gute, fundierte Art und Weise hat, wie er das alles aufgeschrieben hat. Und ja, ich denke, ich würde Lukas nehmen. Susanne, du darfst auch jemand anders nehmen? Ja, ich hätte vielleicht der Einfachheit halber ja Markus genommen, aber auf jeden Fall Evangelium. Markus ist halt kürzer. Und ich glaube, so wie ich weiß, ich glaube, ganz so kompliziert geschrieben, wobei Lukas auch schon recht geradeaus, also recht einfach ist. Oder gut. Ja. Jetzt ist für mich einfach noch so ein bisschen die Frage, wenn ihr jetzt am Küchentisch sitzt, mit wie viel Sprache könntet ihr euch unterhalten? 6 und keine richtig. Oh, 6 und keine richtig. Oh, komm. Schön, ja, krass. Ja, aber ich merke, wenn wir auch mit den Kindern, wenn wir so zusammensitzen, also 3 Sprachen sind es oft, wo Wörter aus 3 Sprachen halt so durch die Gegend fliegen. Ja, ja. Klar. Mich würde noch eine Sache auch interessieren, wenn wir jetzt doch auch auf eine gewisse Zeit als Mission, als Vollzeitmissionar quasi zurückschaut. Würdet ihr sagen, ja, es war es wert, wir haben was Besonderes, wir haben was Tolles mit Gott erlebt, wir sind in unserem Glauben vorankommen. Was sind da für Erlebnisse von euch jetzt, wenn ihr einfach so eins raussucht oder 2 raussucht, wo ihr sagt, boah, dafür war es das wert. Die ganze Warterei, das ganze Leidensdruck, das ganze Verzicht auf all den Luxus, den ihr irgendwo habt. Gibt es da irgendwas, was sagt, ja, boah. Also im Großen und Ganzen, ich fühle mich sehr beschenkt.
durch die ganze Arbeit im Einsatz im Ausland, das bereichert einen und das sehe ich auch so. Wenn ich von Arbeit her sehe, denke ich, dass mittlerweile über 200 Schulen in dem Bundesland, in dem wir gearbeitet haben, sind da auf Muttersprachunterricht umgestiegen. Und die Kinder, die Bildung, die sie kriegen in den Schulen, auf einmal Sinn macht und sie die Prüfungen bestehen, wobei früher durch die Reihe alle durchgefallen sind, das ist, ja, ist schon befriedigend. Und einfach die Dankbarkeit, die die Menschen zum Ausdruck bringen deswegen. Aber ja, in zwei von den Sprachen, in denen wir gearbeitet haben, ist jetzt auch Neues Testament fertig. Und dadurch, dass die Kinder, die ganze, also Jugendliche, die jetzt komplett durch die Schule durchgegangen sind, schon in Muttersprache gelernt haben, sind das potenzielle Leser dafür. Und das ist, ja, das freut uns riesig. Aber vielleicht ein konkretes Beispiel, wo, wenn ich zurückdenke, da denke ich, wow, das hat eigentlich mit ihm zu tun, aber okay. Als wir in die regionale Hauptstadt gezogen sind, da wussten wir, wir wollen die Sprache der Region lernen, aber hier sind noch zu viele andere Völker drumherum, also wir mussten auf ein Dorf ziehen. Und da hat Andreas rumgefragt, überlegt, in welches Dorf können wir als Familie mit drei kleinen Kindern hinziehen. Also rumgewandert und hat ein schönes Plätzchen gefunden, dachte, und da von dem Dorf haben auch Leute nur positiv erzählt, ja, das ist ein nettes Dorf. Und dann haben wir auch ein Haus dort gebaut und gelebt und nach einem Jahr oder so hat ein alter Mann in der Nachbarschaft, der uns aufgenommen hat wie ein Vater, der war immer ganz nett zu uns und irgendwie kamen sie ins Gespräch und der hat gesagt, der hat zu Andreas gesagt, weißt du noch damals, als du da rumspaziert bist, um nach einem Platz zu suchen, da saß ich vor meiner Hütte damals und ich habe dich gesehen. Und dann hat Andreas damals mit dem Bürgermeister zusammen hat dann ein Stück Platz abgesteckt, ja, hier kann man wohnen. Und in der Nacht hatte der Mann diese Stöcke, die das Haus markiert haben, versetzt. Ein paar Meter versetzt, nämlich auf sein Grundstück drauf. Er hat gesagt, nämlich damals, als du da rumspaziert bist, da habe ich gewusst, dass Allah dich geschickt hat und ich wollte, dass du herkommst. Und wenn du herkommst, habe ich Allah versprochen, dass ich dich wie einen Sohn behandeln werde. Und das denke ich oft dran und denke ich, dieses, also die Bestätigung von Gott, hey, wir sind am richtigen Platz. Und das hat uns eigentlich durch viele Schwierigkeiten auch durchgeholfen, wo man gemerkt hat, da ist bloß ein Widerstand, ein geistiger und ach, nichts geht gut und alles ist bloß Mist. Und, aber das Wissen, Gott hat uns dahergebracht, das war, also das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Wow, vielen Dank euch für die ehrliche und direkte, konkrete Antwort. Wir singen ein Lied. Und dann anschließend gibt es wieder die Frage über die Social Media. Yeah.
So, jetzt kommen wir auch noch mal zur Fragerunde. Es kamen total viele und spannende Fragen rein. Damit ich nicht ganz so viele stelle, mache ich einfach die erste zweigeteilt. Der erste Teil, welche Ausbildung habt ihr eigentlich gemacht? Oder was muss man da für ein Studium, Ausbildung, was ist denn so die Grundlage? Das ist die erste. Und das zweite, wie wird eigentlich eure Arbeit finanziert? Also ich habe Linguistik studiert. Und ansonsten die Ausbildung, also Wycliffe selber macht sprachwissenschaftliche Ausbildung, die nicht so theoretisch ist wie an der Uni, sondern praktisch, wie man auch wirklich Sprache lernen kann. Ich habe zuerst Schreiner gelernt und dann habe ich bei Wycliffe die linguistische Ausbildung gemacht und dann später in England studiert, Multilingual Education, also mehrsprachigen Unterricht. Also Finanzierung. Ja, die Finanzierung kommt zum großen Teil aus Gommeringen und noch andere Freunde, die wir haben, die unterstützen uns. Also bei Wycliffe muss man die Unterstützung mitbringen, also für den eigenen Bedarf. Okay, dann wurde ganz viel nach den konkreten Sprachen gefragt. Ich finde das natürlich auch total spannend. Deshalb die nächste kombinierte Frage: Welche Sprachen sprecht ihr denn konkret? Und gab es eigentlich bei eurer Arbeit auch schon Sprachen, die niemand übersetzen konnte? Also ich würde sagen, es gibt keine Sprache, die man nicht übersetzen kann. Man muss nur das Wissen dazu haben. Also jetzt konkrete Sprachen, natürlich Deutsch und Englisch, das ist was von der Arbeit her schon. Dann eben Amharisch von Äthiopien, die Landessprache, und Berta, also wie die Tante Berta, so ist die Sprache, in der wir 15 Jahre lang gearbeitet haben. Und ja, und davor habe ich in Kenia gelebt, also rede noch Kiswahili und Russisch. Total spannend, danke. Für mich ist ja Französisch eine Frage, Sprache, die man nicht übersetzen kann. Aber gut. Jetzt noch zwei Fragen. Die erste, ich weiß nicht, ob das passt. Was sagen denn die Kinder zu der Frage, ob es sich gelohnt hat? Dann müsste man die Kinder fragen, die sind nicht da. Aber so wie ich denke, die sagen, sie sind dankbar für die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja, mit dem Ergebnis, dass sie selber ins Ausland wollen und würden gerne, also ihre Kinder dann eines Tages auch im Ausland großziehen. Also es muss positiv gewesen sein. Schön, freut uns. Jetzt die letzte Frage,
die fand ich total cool. Die ist auch, wenn man unsere Fragen so sieht, immer weiter nach oben gewotet worden. Und deswegen habe ich die jetzt gerne an den Schluss gestellt. Wie können wir euch im Gebet unterstützen? Habt ihr ein spezielles Anliegen? Also das ist natürlich was ganz Tolles. Also für mich ist gerade wirklich die Bertas, bei denen wir fast 20 Jahre lang gelebt haben, die liegen uns noch sehr auf dem Herzen, für die haben wir viel gemacht, aber dort gibt es noch keine Bibelübersetzung, außer einem kleinen Buch. Da wurde die Übersetzung ganz stark geblockt. Und die Sprache, die ich jetzt anfange, von dem ich vorher erzählt habe, was mir nachgeht, die schon lange darauf warten, das sind auch, die nennen sich auch Bertas, sprechen aber ziemlich stark anders. Und da ist eine Gruppe Christen und die wollen es. Und wieder Blockade. Und dass da Gott einen Weg frei macht zu dem Herzen von dem großen Volk der Bertha und von diesem kleinen Volk auch. Ja, es bedarf immer eines Wunders, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ja, betet für die Bertha. Und dasselbe ist eigentlich auch in Kaukasus, das sind alles ziemlich fundamentale Muslimgläubige. Und ich glaube manchmal, dass es fast noch eines größeren Wunders braucht, dass ein Mensch zum Jesu-Nachfolger wird. Danke euch. Ja, auch hier nehme ich das jetzt einfach mal vorweg und sage, hey, wenn ihr draußen noch Fragen habt, heute oder auch später, ich denke, wir bekommen einen Weg und einen Kontakt hin, dass auch die Fragen beantwortet werden. Macht ruhig Gebrauch. Ja, und bevor wir zu den Fürbitten kommen, möchte ich euch einfach nur noch mal zwei Bilder zeigen oder zwei Folien zeigen von euch draußen. Ich finde es einfach schön, dass wir nicht alleine hier drin sind in der Kirche, sondern dass ihr dabei seid. Deswegen also das erste Bild hier, das soll Abendläuten heißen auf dem Flyer links unten. Informationen kann man zum Beispiel bei uns unter kirche-gummering.de bekommen. Genau, und das zweite Bild, ich musste mir was drüber ziehen übrigens. Hier ist es kalt, schön, dass ihr auf der Terrasse schauen könnt. Dann bitte ich dich, Sophia. Wir wollen zusammen beten. Lieber Vater, wir kommen jetzt zu dir mit all unseren Sorgen und Problemen, die uns beschäftigen. Bitte mach du uns wachsam für die Menschen um uns herum. Gib uns ein offenes Herz für alle, die einsam sind oder unsere Hilfe brauchen. Gebrauche du uns im Alltag, um deine Liebe weitergeben zu können. Und wir bitten dich auch um Hoffnung für alle, die gerade keine Hoffnung haben. Schenke du Freude allen, die traurig sind, und hilf du zu glauben, wem es gerade schwerfällt oder wer im Moment einfach gar nicht glauben kann, und gib uns da deine Kraft, damit wir ermutigt werden und auch andere ermutigen können. Und wir möchten dir auch unsere Politiker geben, dass du in dieser Zeit Weisheit schenkst, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und bitte sei du auch bei allen Schülern, Studenten, Azubis und allen, die gerade von zu Hause arbeiten und lernen müssen. Bitte gib du da die nötige Motivation, Kraft und Disziplin. Und wir möchten dir auch alle Familien bringen, die gerade nicht von Harmonie und Liebe zueinander geprägt sind. Alle, denen es im Moment einfach schwerfällt oder wo sogar Gewalt geschieht. Bitte gib du Frieden und Liebe füreinander. Lass uns nicht nur nach uns selbst schauen, sondern richte du unseren Blick auf die Mitmenschen um uns herum. Und wir möchten dich auch für Erweckung in Gummering bitten. Komm du zu uns in unseren Ort und zeig dich. Lass immer mehr Menschen dir die Ehre geben. Und alles, was uns sonst noch beschäftigt, bewegt oder auf dem Herzen liegt, möchten wir jetzt gemeinsam in die Worte legen, die du uns gezeigt hast. Und wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie üblich gibt es noch ein paar Dinge, die man abkündigen muss. Und ich finde, ganz zu Beginn muss auf jeden Fall der Dank stehen, der Dank an die Technik, an die Musik, an alle, die sonstig in der Planung, in der Moderation, im Gebet mit involviert waren. Danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt und immer noch dabei seid. Ich danke euch einfach, denn nur so ist es auch möglich. Und natürlich geht auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere vier Interviewgäste für die total spannenden, tiefgehenden Eindrücke. Ihr bekommt nachher noch unsere junge Abendkirche Mai Müsli. Ich muss versuchen, das richtig in einer der Kameras zu stellen. Wichtig ist es, unser Orange und das Gebrandete. Vielen Dank, dass ihr da wart. Total schön mit euch. Genau, die nächste junge Abendkirche ist am 24.05. Mit Pfarrer Rostan. Wie üblich haben wir momentan noch keine Ahnung, in welcher Form. Ihr werdet das erfahren. Genau. Noch zwei Dinge zum Opfer. Es ist bei uns Tradition, dass wir tatsächlich unseren Interviewgästen auch einen Teil des Opfers mitgeben. Das ist heute nicht machbar und ich denke, entweder steht schon was oder werden wir noch was in die Beschreibung packen von unserem Video, wo ihr dann die Möglichkeit seht, die ihr habt, um ja einfach euer Geld sinnvoll zu investieren. Genau, bleibt da einfach wachsam, was da kommt. Und jetzt, bevor wir mit einem Segenslied und dem anschließenden Segen weitermachen, noch ganz kurz die Information. Ich habe für nach dem Gottesdienst noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Die werdet ihr in Slido dann entdecken. Da wird im besten Fall so ein grüner Punkt aufleuchten, wo ihr dann draufklicken könnt. Da stehen dann zum einen persönliche Fragen drin für euch. Ich ermutige euch, beantwortet die Fragen, nehmt es als Statement für euch selbst. Und an der Stelle auch wichtig, ich habe die Möglichkeit, Antworten sichtbar zu machen, deaktiviert. Das heißt, keiner sieht eure Antwort. Das gilt nämlich auch für die anderen Punkte. Es sind ein paar technische Fragen noch dabei, die uns weiterhelfen bei der Verbesserung und auch die uns als junge Abendkirche helfen, ja, neue Leute anzufragen oder Lieder zu singen oder einfach uns auf eure Wünsche einzustellen. Das heißt, bitte nach Ende des Gottesdienstes nehmt doch einmal an der Umfrage noch schnell teil. Vielen Dank euch von meiner Seite und ich übergebe an die Band. Thank you.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.